What's your problem? Our problem. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out, and that's not working either. Okay. Kann ich das reparieren? I don't know why that would be the case. Can I go fix it? Huh. Well, you probably can't, but what you can do is hike out to where the wire runs through your area and report back if it's down. Then I can track down a ranger to get someone on it. Bisschen mal die Bücher hier. Okay, I can do that. Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? Yeah. Yeah, of course. So, you're gonna want to go back there, go through it, and keep going straight to the north when you come out. Aber wir kriegen die ja nicht auf. Thanks, Hank. Wir kriegen sie doch noch nicht auf. It's Henry. What, you don't like Hank? Yeah, mm-mm. I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. No, it doesn't. Okay, all right. Können wir unseren Rucksack mitnehmen? Ich glaube, den nehmen wir automatisch mit. Alles klar. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts Wichtiges. Ich meine, das Poster ist wirklich schön. Sowas will ich mir auch in die Wohnung hängen. Schreibtischschublade. Ach, nichts drin. Ein Stift. Ein weiteres Buch für unser Bücherregal. Hier noch irgendwas. Das Foto ist da leider immer noch ein bisschen unglücklich. Na gut. Ich halte uns nicht weiter auf. Ich frage mich nur, was wir jetzt zum Beispiel mit dem Feuerwerk da machen. Dass einfach so quasi sammelbare Sachen sind. Du passt hier jetzt bitte auf, dass hier nicht wieder Vandalismus passiert, während wir unterwegs sind. Ist das klar? Forest Burns? Also, ne? Ist schon, der Wortwitz ist schon, ne? Ist schon sehr lustig. Ach, diese Farben. Tut mir leid, ich werde die ganze Zeit sagen, oh, diese Farben, wow, diese Farben, toll, diese Farben. Ich habe jetzt ein bisschen was noch an den Einstellungen geändert. Ich hoffe, jetzt haben wir diese Mini-Ruckler nicht mehr. Es sieht deutlich flüssiger aus für meinen Geschmack. Also können wir es hoffentlich jetzt noch ein bisschen mehr genießen. Dadurch war der Anfang aber ein bisschen abrupt von diesem Tag, weil ich den Tag neu starten musste. Und der ist jetzt ein bisschen holpriger gewesen, weil eigentlich hat sie uns gefragt, hey, bist du etwa wach? Und dann sind wir quasi eingestiegen und haben gesagt, wir sind wach. Also wir müssen zu dieser Höhle zurück. Wir gehen jetzt schon den falschen Weg. Hier, da, das ist, glaube ich, wo dieses Symbol mit dem Schloss ist. Und wir müssen da hoch. Kann das sein? Okay. Dann probieren wir mal das. Es ist lustig, dass man halt jetzt zum Beispiel nicht rennen kann mit der Karte, dass man halt genau hingucken muss und so. Es ist schon gut gemacht, also ein bisschen realitätsnah oder so, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, man würde tatsächlich drinstecken. Ich mag das. Ich mag das bisher echt gerne. Frage ist, werden wir jetzt das alles hier wieder runterklettern? Müssen wir wahrscheinlich, oder? Ja. Dann sind wir schon bald wieder bei der Höhle. Oh je, mach vorsichtig, mein guter Freund. Deine Sprunggelenke haben schon einiges einstecken müssen. Da mache ich mir doch glatt Sorgen. Also hier war dieser Mann. Ich finde es halt ein bisschen seltsam, dass er uns mit dieser Taschenlampe so ins Gesicht geleuchtet hat und halt einfach gar nicht geredet hat oder irgendwas gesagt hat, wenn er unschuldig ist, in Anführungszeichen. Oh, it's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder, though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like? I don't know. I used to just spend a lot of time with our dog, Bucket. Aw, that's a good name. He was a good dog. What type? A beagle. We got him from the pound. That's great. Hey, can you hold on a sec? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. Heyo. I don't think so. Why, have you? Okay, good. No, I don't think he has any idea. Okay. I'm absolutely sure. Would you? All right. Let you know if anything changes in that regard. Hey, sorry about that. Anyway, Bucket's a cute name.
you owned him with someone? That would be my wife, Julia. Oh, like your wife, or like she's taken half my stuff wife? My wife. But you're here. Everything's fine, just, you know, we're taking some time apart, getting some fresh air. A little change. Yeah. All right, well, we can just leave it at that. Thanks. Ich hätte trotzdem gerne was über das Gespräch gewusst. Sie hat ja mit irgendjemand anscheinend über uns geredet. Ist wirklich sehr nebelig. Wo sind wir? Hier. Jetzt müssen wir nicht nach links, sondern wir müssen hier weiter. Und den Weg quasi immer weiter entlang. Ui! Guck mal, wie lässig wir das jetzt schon machen. Entfernen. Upsi. Brauchen wir noch ein Werkzeug für die Höhle? Ich denke mal, den Schlüssel werden wir nicht finden, aber vielleicht eine Axt oder irgendwas? Oder ein Bolzenschneider? Mal schauen. Hübsch. Ah, da oben ist auch was zum Klettern. Wir müssen durch den Nebel. Gleich kommen hier die schwarzen Reiter aus Herr der Ringe. Und wollen unseren goldenen Ring. Ach, Moment, den sehen wir so gar nicht. Den sehen wir nur beim Klettern. Aber wir tragen ihn an der linken Hand. Ah, hier ist auf jeden Fall eine Stromleitung. Das sieht schon mal gut aus. Das könnte die Stelle sein, die wir suchen. Ja. I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. Ja. Follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it. Was ist das da denn? Was haben wir denn? Hier ist das ein Wegweiser? Okay. Oh, das ist ihrer, ne? Thoroughfare. Ich nehme mal an, zu ihr können wir nicht einfach hinlaufen. Ja. Da endet die Karte. Wer hätte gedacht? So, oh, wait, hier ist was. Ist das ein kaputtes Klohäuschen? Ja, ein altes Plumpsklo. Ah, eben konnte ich es noch melden. Jetzt. Hey, I found a structure that might have been an outhouse once, I think. Whoa, you don't need my permission to go to the bathroom, but, you know, use abandoned shitters at your own peril. I mean, I'm in the right area? I do believe. The comms wire runs for quite a ways. Oh. Follow it all the way to the top of Beartooth Point, and if it's not damaged, you can loop around back home. I found an old notepad of, I guess, songs. Someone was writing a song called Old Shoshone. Old Shoshone, where the sky is blue. Teens are nude. Okay. It's just like that, except about 10 times more depressing. Dann gucken wir doch mal. Old Shoshone, Winthrop Carter Hawk's Rest Refrain. Auf dem Weg nach Old Shoshone, wo ich den Bienchen und Blümchen fremd bin, wo Menschheit und Krieg vergessen sind und die Mädchen wie der Wind. Ich gehe in die weite Ferne, an einen Ort ohne Zwänge, brauche keinen Kalender, nur die Jahresringe. Brauche keine Dame, nur die Schmetterlinge. Kann auf dem Weg keine Zeit verschwenden, muss allen Ärger abwenden. Brauch kein Mädchen, nur die Esche. Brauch keinen Freund, nur die Elche. Lebe unter den Ästen, tanze um die Espen. Brauche kein Gras, nur die Erlen. Brauche keine Massen, nur die Felsen. Auf dem Weg nach Old Shoshone, wo ich den Hirschen und Eulen fremd bin, wo niemand über mich richten will, in Old Shoshone, wo ich nur ich bin. Okay. Lustig. Will ich mitnehmen. Und was ist das für eine Hütte? Anything I should know about the cabin at the top of this hill? Oh. Hello. Okay, then. Okay. Das finde ich jetzt aber wirklich ein bisschen auffällig. Warum sagt sie dazu nichts?
Und warum ist hier so eine verlassene alte? Found an old hat from a Korean war vet. You'd be surprised how many former service members take this gig. Well, makes sense. I imagine if you've been through war, you probably can't get enough silence. Vielleicht ein bisschen respektlos, aber naja. Nehm an, sie ist verschlossen. Okay. Das ist ja komplett niedergebrannt hier. Oh, ich hätte mich nämlich schon gewundert, warum hier ein Klohäuschen ist, weil das ja eigentlich nur in der Nähe von so Hochsitzen ist. Und das hier war mal ein Hochsitz. Oh, Zigarettenschachteln. Also das war auch mal so ein Fire Watchtower quasi. Oh. Verrückt. Ganz viel Zigaretten, verbranntes Bett. Alter Ofen. Gut, nichts drin. Dass sie aber gar nicht mit uns darüber spricht. Sollten wir das vielleicht noch gar nicht finden? Liegt das daran? Habe ich etwas gefunden, was wir nicht finden sollten? Wow, 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 wow. Ah, schaut mal, da ist sogar auch das Plakat. Das wir hatten. Leider kein Zettel oder irgendeine Notiz, irgendein Anhaltspunkt, was hier denn passiert ist. Vielleicht, wenn wir jetzt rausgehen. Ich würde schon gerne mit ihr darüber reden. Schade. Aber wie gesagt, vielleicht ergibt sich da später noch etwas. Oh, ich finde es toll, das Game läuft jetzt viel flüssiger. Huch. Und ich laufe flüssig in eine kleine Tanne rein. Ich hoffe, die ersten zwei Folgen waren jetzt nicht zu unangenehm für euch. Jetzt ist es halt tausendmal besser. Blödes V-Sync. So, ich nehme an, dass wir hier weiter müssen. Ich will immer noch zum Sprinten die gewohnte Taste halt drücken. Das ist ein bisschen Ungewöhnung. Man hat das einfach nicht raus, mit R zu sprinten. So, wir wollten diese Kabel verfolgen. Oh Gott. Es ist ja schon noch ein ganz schöner Marsch hier. Habe ich da gerade was gehört? Okay, es raschelt gefühlt überall, oder? Ist das hier ein Weg hoch? Ne, der ist noch zu, ne? Sieht aus, als müssten wir hier später lang. Aber als wäre da jetzt noch was im Weg. Geht's denn da links theoretisch irgendwo hin? Schwierig einzuschätzen. Aber wir gucken mal weiter. Wie gesagt, ich will auch nicht so viel planlos rumrennen. Weil natürlich der Geschichte folgen. Ich glaube, dieses Rascheln ist auch einfach nur zufällig. Das scheint wieder eine Box zu sein. Hey, I can see your tower. Suppose that means you can see me. Yeah, well enough. Komme ich denn da hoch? Also hier jetzt. Außenrum hier vielleicht? Ja, das sieht auch nach einem Weg aus. Was haben wir denn hier? Weitere Informationen? Das allbekannte Plakat und eine Nachricht. 30.07.86. Hi Dave! Ich habe gelesen, dass du mir was Wichtiges mitteilen willst. Sorry, dass ich nicht zu dir gekommen bin. Habe ich den ganzen Tag lang gesucht und gedacht, du wärst beim Canyon, um den Studenten aus der Patsche zu helfen. Da lag ich wohl falsch.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich dir eine große Hilfe wäre. Wir sind schließlich Arbeitskollegen. Amigos, Profesionales. Aber wenn du jemanden brauchst, um einen Bierkasten zu vernichten und in der Vergangenheit zu schwelgen, sag Bescheid. Nur Lebensweisheiten habe ich keine. Du verstehst schon. Bis bald, Ron. Oh. Sechs Meter unter Australiens Ende. Okay. Ansonsten ein paar schöne Sachen aus der Natur. Aber nichts wirklich Hilfreiches. Können es auch nicht melden. Na gut. Ich glaube, wir müssen zur anderen Seite entlang. Ich wollte nur an diese tolle Versorgungskiste. Die finde ich immer ganz spannend. So, ich glaube, wir müssen den Weg da einschlagen. Komm, sprinte, mein alter Freund. Sprinte, wie du noch nie gesprintet bist. Hü-hott! Oh. Was haben wir denn hier? Guess what? What is it? There's a bunch of empty cans up here. Same as before. Yep. These fucking kids. Why do you think they'd be up here? Hell if I know, but they better have stayed away from our communication stuff. Well, I hopped down a drop and now I can't climb back up. That is a pickle. I can just keep hiking, but I figured I should let you know in case I get myself trapped out here. How adventurous of you. I've been doing a lot more climbing out here than I expected. Well, keep your radio charged. I'd hate to one day find a skeleton with an orange backpack at the bottom of a ravine. Das wäre sehr schade. So we really can't reach anyone any other way than these wires? What else do you suggest? Smoke signals? Just seems dangerous. Well, if they don't hear from me for a few days, they'll send someone out, but I'd rather it not come to that. Ja, es ist schon ein bisschen gruselig, ne? Wenn man so abgeschnitten ist. Ich meine, wenn es ein Notfall ist, dann die paar Tage bringt auf jeden Fall nichts mehr. Ist das denn Ernst? Das waren diese Mädchen. Hey, so the wire is definitely down Nicht out here. I deren just found it. Ernst. That's actually good to hear. I can send someone out to fix it. Good find. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it. The moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? Das I ist mean, so what if dumm von something happened to one of denen. my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. Ja, ich And then what? versuch's. I haven't thought that far ahead. It's not true. Everything that comes to mind is illegal. Same. Let's hear it. Oh yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Oh, they're big into Red Eagle. Das stimmt. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Ist das unser Turm da hinten? Den wir da am Horizont sehen? Ja gut, wir haben das hier noch, ne? Also, gut, wir wissen, wer es war. Also, hier führt eine wunderbare Spur aus Bierdosen. Also, sie haben auf jeden Fall ein gutes Alkoholproblem, die lieben Mädchen. Das ist halt so lächerlich, wie verantwortungslos die sind. Das macht mich halt richtig wütend. Aber, ne, geht ja ums eigene Vergnügen, ne? Kann ja schon mal ein ganzes Naturschutzgebiet für abfackeln. Kann man ja schon mal machen. Diese Gören.
Wir heben natürlich den ganzen Müll auf. Ich möchte nicht, dass der hier rumliegt. Allein das, man geht halt irgendwo rein und hinterlässt halt einfach eine Spur aus Müll. Das geht einfach nicht. Hier vielleicht? Hat er gesagt, zurück zum See. Müssten wir eigentlich hier lang gehen, oder? Wir haben jetzt schon länger keine Dose mehr gefunden, aber in der anderen Richtung ja auch nicht. I've got an overgrown trail here. Yeah, that'll happen. So I'm screwed when it comes to getting past it? Screwed until you clear it yourself, yeah. Okay. Great. Well, if I come across some tools, I'll add groundskeeping to my ever-increasing list of responsibilities. Gut, dann wird uns die Entscheidung doch ganz gut abgenommen. Ich beklag mich nicht, denn ich bin natürlich gerade ein bisschen lost. Ah, dann wird es wohl hier weitergehen. Nehme ich zumindest mal an. Wir werden es schon irgendwie finden. Ich dachte gerade, das wären Grabsteine. Gotta tell you, all this climbing and jumping, it's pretty invigorating. Just wait for the rest of the summer when you'll be sitting on your fat ass 14 hours a day. Ah, mal schauen. Mal schauen, ob das so entspannt wird. Da hängt irgendwas im Baum, oder? Ist das ein Rucksack? Oh, das sieht aber nicht gut aus. There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? Nee, No, ist ein it looks like anders it was aus. lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Oh! Eine Polaroid-Kamera. Well, I am flush with ropes now. Sehr gut. That pack was full of them, in decent condition too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Huh. Was he a ranger or something? Oh, no, no. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. What, they couldn't handle your unique brand of charm? Not many can. Unsurprising. Anyway, so it goes. Have fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photo dome employee. I don't know. I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Oh, wir sehen auf jeden Fall, wie viele Fotos wir noch haben. Sollte ich vielleicht nicht so, ja, leichtsinnig damit umgehen. So, dann seilen wir uns immer noch ab. Jetzt können wir uns auch an ein, zwei anderen Stellen dann noch abseilen. Aber ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Ich glaube, das waren ja auch nur so Wege, die dann quasi Abkürzungen sind. Oh ja, Moment. I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire? You think it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards Five Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. Was ist das hier denn? Irgendwelche gesammelten Kräuter? Who are these guys, Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw in the canyon? You know, the guy with the flashlight? No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know them that well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and... Na, so klingt das auch ein bisschen. Somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid.
16.06.1986. Hi Dave, rate mal, wenn nächste Woche mit Debbie ausgeht. Nein, nicht dieser Schlappschwanz von Steve, sondern ich, Ron höchstpersönlich. Ich war auch oben bei Two Forks, um mir den neuen anzusehen. Habe dann gehört, wer mit sich selbst redet, also mehr als üblich für einen Brandwächter, und beschloss, mich lieber von ihm fernzuhalten. Weißt du noch, als du den Typen bei Chimney Rock dabei beobachtet hattest, wie er sich auf der Hängematte mit sich selbst vergnügt hat? Ich glaube langsam, die bei der Forstverwaltung nehmen nur Geistesgestörte und Perverse. Außer uns natürlich. Wir sind die Creme de la Creme. Stoßen wir auf Debbie an. Ron. Okay. Er ist schon lustig, dieser Briefwechsel. Ein loser Stein. Versteinerte Kralle? Someone found a fossil and put it in a cash box. Could be the same person who left that antler. Maybe they're leaving me an entire creature, piece by piece. Ich hoffe nicht. Okay. Naja. Rein damit. Sehr viel mehr ist jetzt hier nicht, was uns interessiert. Wir wollen zu der Rauchsäule gehen. Der Rauchsäule.